Hallo, guten Tag. Es gibt viele Beziehungen, die irgendwie gehen. Ja, ich behaupte immer, viele Beziehungen gehen gar nicht. Das stimmt auch, aber es geht auch so, dass die Beziehungen gut gehen. Das sind Opfer- und Täterbeziehungen. Das sind SM-Adressen, Sadomaso-Adressen. Und es gibt auch Beziehungen Master und Sklave. Das geht auch. Also alles funktioniert auf Plus und Minus. Der ist Minus, der ist Plus und die kommen zusammen wie zwei Atome, verbinden sich und die Beziehung geht doch irgendwie. Aber wie gesagt, das sind Beziehungen, da musst du bereit sein, mit jemandem so zu leben, dich ausnutzen lassen, so zum Beispiel wie der Schütze dich ausnutzt. Schütze ist, ich habe mir heute da etwas aufgeschrieben, weil ich mein Preview da gemacht habe. Da habe ich geschrieben, das Schütze gerät in eine flammende Wut, inklusive Drohungen und er zerschlägt auch Porzellan. Aber der Unterschied ist, dass Schütze grollt nicht so jahrelang wie dieser Skorpion und plant eine Rache noch an jemanden. Und dich werde ich noch fertig machen. Diese Pläne, die Skorpione da im Kopf haben, das macht Schütze nicht. Und habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er leckt auch nicht die Wunden, so wie der Krebs. Jahrelang diese Wunden lecken und immer nachtragend sein. Wenn Krebs beleidigt ist, dann wirklich, ich habe da eine Freundin, die, weil ich einen Satz irgendwo gesagt habe, die hat mir Freundschaft für immer gekündigt, meldet sich gar nicht. Die ist ja wütend auf mich, aber es ist egal. Es geht darum, dass Schütze macht das nicht. Das ist ein sehr impulsiver Mann oder Frau. Wutanfälle sind immer da. Und wie gesagt, Meißner Porzellan wird da eines Tages kaputt gehen. Aber muss bereit sein, dass nach diesen Wutanfällen ist das alles wieder zu Ende und alles wieder okay. Das ist der Unterschied zwischen Skorpion und zwischen Schützen. Allerdings musst du wissen, dass Schütze dich immer parasitär ausnutzt. Das sind wirklich Menschen, die dich jeden Tag nur ausnutzen. Weil Schütze guckt, ob du irgendwelche Kontakte hast zu den Menschen, ob du gut aussiehst, vielleicht kann ich dich auch noch benutzen, vielleicht kann ich dich in ein Restaurant nehmen, vielleicht kann ich dich in einen Club nehmen, vielleicht kann ich dich hier und da benutzen. Und vor allem für meine Karriere, für Glanz, Ruhm und Farblichkeit in meinem Leben kann ich dich überall benutzen. Nachher lässt er dich fallen, bist du total unwichtige Person. Ich kenne sehr viele Männer, die mich angesprochen haben, weil ich bin eine schillernde Persönlichkeit und ich falle überall auf. Und viele Männer haben mich angesprochen, aber ich muss ehrlich sagen, diese Männer waren wirklich Schützen. Die haben mich für ihre Zwecke angesprochen. Und benutzt immer irgendwas da gemolken an meiner Person, etwas von mir bekommen. Und heute, naja, kennen die mich ja ein bisschen schon, aber sind keine enge Freunde mehr. Damals waren sie jeden Tag bei mir in der Wohnung, wollten sie mir hier eventuell etwas helfen und eventuell etwas tragen oder Nagelchen an die Wand nageln, weil das kann ich auch nicht. Also, das sind richtig Menschen, die dich überall für ihre Zwecke benutzen und ausnutzen. Aber, wie man so blöd sagt, es gehören immer zwei dazu. It takes two to tango. Und wenn du dich ausnutzen lässt, bitteschön, kannst du für eine kurze Zeit ein Freund von einem Schützen, Mann oder Frau sein. Aber musst du wissen, das ist immer so eine hinterlistige Sache hinter dem Schützen, dass er etwas plant und etwas von dir will. Und für diese Zwecke bist du im Moment gut genug. Es ist noch nicht alles zu Ende über Schützen. Ich werde noch über Schützen jeden Tag berichten. Aber heute ist leider meine Zeit um.